Ich glaube, hätten die Gegner Set, wäre die Lane einfacher gewesen für uns. Ach, du bist das schon wieder? Hast du dich umbenannt, Simix? Warte, ich schreibe. Mid is really bad, just camp, easy win. Hat es einfach ein Banger Champion. Seit 10 Jahren einfach nicht gechanged. Ah, Evelyn, das ist schon ein bisschen toxic. Das ist schon toxic. Okay. Ich glaube, hier ist es worth early für Boots zu gehen, ne? Gegen Ezreal, Vel'Koz, early 2er Boots, schon sehr nice. Aber ich will auch die Träne mitnehmen. Also ich hatte jetzt ein Game ohne Träne. Es gibt ein paar Kartenspieler, die keine Träne bauen, aber da bin ich nicht gut genug für auf dem Champion. Ist auch geil, mit Kados zu dodgen, weil er sich quasi, er schwebt ja. Also ich laufe ja nicht, weißt du? Das ist so. Ja, seht ihr? Sehr easy zu dodgen mit Kados. Kann man quasi keinen Skillshot hitten. Haben die gepullt, Bot? Ich glaube, die haben gepullt, ne? Hey, so viel reden, Geist. Wenn ich Kartus spiele, muss ich mich konzentrieren. Okay, der ist ein Crab. Ja, das ist okay. Würde ich sagen, das ist okay. Bisschen. Weiß ich nicht, ob ich da so. Ich hätte es vielleicht ein bisschen langsamer spielen können. Ich glaube, ist okay. Aber ich wollte auf jeden Fall Level 3 haben und der Vel'Koz war schon hard off position. Ich hätte ihn maybe nicht exhausten müssen. Okay, der Dia hat 16 CS war Bot. Ich weiß gar nicht, was er für Camps gemacht hat. Ich hab so viel Spaß gerade, Leute! Wow! Wir haben natürlich keine Boots, aber das ist okay. Ah, die sind könnte Bots sein. Okay, die ist top. Ah, ich hatte den kennen, leider.
Aber gegen so Long-Range-Comps finde ich das schon eher unangenehm zu spielen, muss ich sagen. Und normalerweise ist das, was Katos halt so eklig macht, dass er halt so viel Range hat. Denkst du, fast dead hier. Ja, Vekos macht schon echt bösen Damage, ne? Ja, das ist fein, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall fein. Oh, das ist Int. Oh, oh! Das ist sehr, sehr in Ordnung. So kannst du halt mit Katos immer gucken. Du hast halt immer Pressure auf den Kill. Ne, Vekos. Da nicht perfekt Space. Okay, der geht Base. Wir können interrupten? Nee, ne? Wir pushen ihn nochmal hart und gehen nochmal Base dann. Ja, so ist nicht Base gegangen. Okay, ist das, wir haben jetzt Boots? Ich bin noch nicht ganz 6. Ist jetzt ein 3 gegen 4, was sie da spielen? Not sure if worth. Wir können jetzt maybe Drake machen. Ich komme gerade frisch aus Base. Ich pushe jetzt die Botwave. Bin fast 6. Ja. Ich will hier 6 werden. Oh, nice. Okay, das heißt, wir hardpushen jetzt die Lane mal. Okay, also man kann die Backline mit 3 Qs und... Boah. Und einem E-Proc. Oh, müssen wir ein bisschen auf Lee hier aufpassen. Na, die ist hier. Hm. Ah, die Ult ist bad, ne? Ah, oder? Nice. Ist okay. Wir haben halt leider echt keine guten Recoils gerade, aber... It is what it is. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da sterbe. Ich glaube, der Tarm hätte einfach näher an mich ranwehen können. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen ruhiger spielen sollen. Ich glaube, als Katos bin ich ein bisschen sehr... Ich bin ein bisschen sehr geil darauf zu sterben. So, ich geh jetzt wieder Bot. Mana kosten, ja. Katos hat einfach kein Mana, wenn ich Träne kaufe. Ich glaube, man kann auch ohne Träne spielen. So. Ich glaube, dafür muss man einfach nur ein bisschen besser den Champion kennenlernen, sag ich mal. Nee, Bro, das ist auch einfach nicht gut, was du da machst. Trottel. Ich hätte reinflashen können. Hätte ich beide gekillt, glaube ich. Oder? Wenn ich da in den Ezreal reinflashe?
Go. Der hat ein bisschen... Also der spielt auch so, als ob er Katus wäre. I don't know. der ist so am Ende, what the fuck? Ah, ich muss da ja auch nicht sterben. Ich hab's probiert, ne? Wenn ich ein paar Qs mehr hätte, dann... Dann kill ich ihn. Ich glaube, prinzipiell ist es in so einer Situation immer okay für Katus da, als Katus da für den Kill zu spielen. Ich hab Backpot nochmal abgebrochen und kriegt Top-Assist. Hoffentlich. Maybe. Als ob die den da oben nicht killen. Oh, yikes. Ja, der Esso ist jetzt pretty strong. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ist irgendwie ein bisschen yikes. Ich meine, wenn ich ein paar Qs mehr treffe, so, dann sind das immer Kills, ne? Also. Ich bin einfach dead. Ich bin einfach tot, what? Holy shit, Alter. Oh, nice. Oh! Crazy, dass der Velkos mich da einfach so one-shottet. Er hat mich einfach ohne seinen einzigen CC zu treffen von 100 auf 0 gebürstet. Ah, den hat er, oder? Auch nicht. Ah, Desaster. Das war echt dumm, ne? Der Velkos flasht mich an, ich dodge seinen Stun. Und er one-shottet mich, what? Na gut. Ja, ist trotzdem ein bad reset. Sein Gameplay ist Kann ich doch diven? Okay, dann nicht. Kriegen wir einen zweiten Drake hier? Probably. Ich hab Lu. Nice. Verlieren ist actually, ne? Hätte ich nicht erwartet, dass wir das verlieren. Yikes. Hätte ich ulten müssen. Hab ich nicht erwartet. Aber wir haben den Drake bekommen, ne? Wir haben den Drake bekommen. Ja, ich sterbe ein bisschen viel hier aktuell. Why no ult? Also zu dem Zeitpunkt dachte ich, der Fight ist easy gewonnen. Also ich will ja nicht meine ult wasten. So, warum soll ich da ulten, wenn ich denke, dass ich... Also... Weißt du, was ich meine? Warum soll ich da ulten, wenn für mich der Fight gewonnen ist? Na gut, wir müssen jetzt erstmal Power Farm ins Level 11. Ja, wir sind sechsmal gestorben, so. Ich werde auch, keine Ahnung.
ziemlich hart gefistet. Ich würde sagen, von den Toten war jetzt keiner einer, wo ich einfach straight up geedet habe, so von den 6 Toten. Wie mit der Pushbot noch aus. Benutze deine Pots, benutze deine Pots, 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 benutze deine Pots, 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 Pots. Dürfen die das, ja? Oh, zu früh, zu früh, zu früh, zu früh! Der Ezreal macht das gut, der dodgt halt legit immer in mich rein, so. Schwer zu hitten. Wieso habe ich mir jetzt eigentlich einen Zauberstab geholt? Was mache ich mit der Scheiße? Ich wollte Void Stuff gehen, ne? Ist aber, glaube ich, gar nicht so gut hier. Aber jetzt habe ich es schon, dann gehen wir einfach Void Stuff. Void Stuff ist immer okay. E-Damage reicht auch. Ja, das ist der Vorteil an Leandris. Oh, mal gucken. Interesting game. Oh, das hat nicht gereicht. Alter, der macht aber einen Damage, der Velkos. What the fuck? Fucking Supporter, Mann. Verpeert in der Welt, also ich hab's leider nicht gesehen. Wodurch? Wodurch bin ich da gestorben, Guys? What? Da war noch ein Ignite-Damage-Tick? Ich war mir so sicher, dass da kein Tick mehr war. Shit. Unlucky. Jetzt haben wir 777 Stats, perfekt. Kriegen wir den Drake? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben Shen Wild. Oh, schade. Das ist hard winning der Fight, glaube ich. Yep. Oh. Oh, ich push bitte. Ey! So, wir gehen top. Ich hätte die Plan noch usen sollen. Könnt ihr den Tower nehmen?
Zumindest die Wave, mal gucken. Tower weiß ich noch nicht. Der Setter TP't, also ich bin hier safe. Ich sollte hier den ganzen Tower kriegen. Yep. Den Blubber würde ich sehr gerne haben. Ich glaube, das kann ich easy defenden, oder? Ich habe einfach nur E gedrückt. Ich habe nur E gedrückt. Junge, ist der Champ broken, Alter. Ich hätte sogar stopwatchen können. Aber war nicht worth. Wozu stopwatchen? Wasted. Sehr wasted. Wenn ich jetzt noch Tank 1 kriege, kannst du 3 Leute rein. Ja, aber mit Tank 1 würde ich ja nicht genug Damage machen, ist das Problem, ne? Aber ich glaube, so wie sie den Nash gerade machen, ist ein bisschen risky. Okay, jetzt ist nicht mehr risky. Überlebt es. Tschüss. Ui. Ah, ich glaube, wenn wir da ein bisschen mit dem Nash warten, ist es okay. Oh, falsche Taste. Okay, ja. Ich fahre einfach weiter Jungle hier. Ich fahre einfach die gesamte Botzeit. Der Kha'Zix kriegt hier gar nichts mehr. Ist nicht mehr sein Gebiet. Aber der hat echt viel gegengetankt, der Lee, ne? Mit, was war's? Mit Sterax. Am Shen ult, ne? Ich hab so viel Spaß gerade, Leute! Wow! Oh, wow. Oh, ich hab zu spät geultet. Kriegt man nur ein Q raus? Ah, ich hatte gar keine Ult, deswegen. Auch wieder erfolgreich jeden Skillshot gemisst. Jetzt imagine, wie useful ich auf Karthus wäre, wenn ich einen Q treffen würde. Imagine, wie OP ich wäre. Boah, das wäre ja krass. Ich weiß auch nicht, ob ich zu spät geultet habe. Ich glaube, ich hätte den Set W, aber es war so wenig Damage. Vielleicht hätte ich den dodgen sollen. Flopposaurus, danke für den Sub, Brudi. Genius, danke dir auch für deine 7. Warnix, Silent Place, gönn den Döner damit. Oh, Döner. Ich mache mir nachher Gazpacho. Da habe ich irgendwie schon seit einer Woche Bock drauf.
So, Red, ich bin einfach 3 Level über dem Ezreal, weil ich die ganze Zeit Solo farme, ne? Das ist halt das Ding. Mit Karthus musst du halt einfach nur, wenn du quasi gutes Movement auf der Map hast und dich gut eindeckst mit Farm und XP, dann musst du nicht wirklich gut spielen, um extrem useful zu sein, weil einfach, ich meine, ich habe 4 Items so. Der Ezreal hat 1,5 weniger als ich. Einfach nur, weil ich mich besser über die Map bewege und Jungle Camps nehme und so weiter. Und Karthus bin. Sollten wir top gehen hier. Und der verliert schon. Ey. Na gut. Ist hier noch irgendwo Set? Boom, Junge. Explosion. Na, ich komme da eh nicht mehr rechtzeitig hin. Push mal weiter hier. Das kalte spanische Suppe, oder lohnt sich gar nicht? Wieso lohnt sich gar nicht? Ist doch mega lecker. Wir können Ende machen, ne? Okay. Spanische Gemüsesuppe? Nee, ist schon Tomatensuppe eher. Ja.